guten Morgen bei Bastis Grill und Koch Channel. Wir haben jetzt 9.53 Uhr und ich denke, es wird Zeit für Chalat jetzt. Das ist eine russische Fleischsülze. Hab mir schon hier einen Schweinefuß besorgt. Ja, bin sehr gespannt, wie es wird. Ist ein einfaches Gericht, aber man braucht sehr viel Geduld. Und was ihr dafür braucht, zeige ich euch gleich. Wir benötigen für unser Chalat jetzt ein Ei, ein Schweinefuß, drei kleine Zwiebel, fünf Lorbeerblätter, ein Teelöffel Salz, zehn Pfefferkörner, drei Knoblauchzehen, zwei Karotten und ein Hähnchen. Ich habe mir hier ein Maishähnchen genommen. Ihr könnt aber jedes andere Hähnchen auch nehmen, gar kein Problem. So, ich habe jetzt den Schweinefuß in den Topf gegeben. Ich werde hier jetzt Wasser dazugeben, dass er wirklich bedeckt ist. Und dann lassen wir es einmal aufkochen. Das Rezept habe ich übrigens von Tante Natascha aus der Ukraine. Und nach dem werde ich das auch machen. Wir werden jetzt einmal das Wasser aufkochen, damit alles, was nicht in den Chalat jetzt reinkommen soll, sprich vom Schweinefuß, das kommt jetzt raus. Danach kippen wir das Wasser weg und dann fangen wir an. Also wie man hier schon klar erkennen kann, es ist wirklich gut, dass wir das machen. Es kommt sehr viel Dreck noch raus. Das Wasser ist sehr trüb geworden, einfach durch die Sachen, was hier noch drin sind bei dem Schwein. Es kam auch viel Blut raus, das wollen wir alles nicht drin haben. Wir wollen eine klare Sülze haben. Deswegen haben wir es jetzt aufkochen lassen. Jetzt machen wir aus und kippen das Wasser weg und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Wir haben jetzt hier unseren Schweinefuß wieder rein. Unser Hähnchen haben wir rein und jetzt kippen wir Wasser rein und zwar wieder so viel, dass alles komplett bedeckt ist. Und wir lassen das Ganze einmal richtig aufkochen. Und wenn es richtig aufgekocht ist, gehen wir mit der Hitze runter, dass es nur ganz, ganz wenig vor sich hin köchelt. Wir haben es jetzt aufkochen lassen. Man sieht hier diesen Schaum, der wird sich immer wieder bilden. Und den werden wir immer wieder abschöpfen. Das ist leider ein bisschen aufwendig, weil man muss immer wieder zwischendurch gucken, dass der Schaum wirklich weggeht. Den muss man immer rausmachen, ganz, ganz, ganz wichtig. Als nächstes geben wir unsere Karotten dazu, unsere Zwiebel und unsere Lorbeerblätter, Knoblauch und die Gewürze. Das Ei kommt nicht rein. Das brauchen wir erst später. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe es jetzt auf Stufe 3 plus gestellt. Wobei ich glaube, das ist immer noch zu viel. Es soll ganz, ganz leicht nur köcheln. Ich gehe jetzt auf 2 plus. Werde den Deckel jetzt drauf machen. Aber auch hier ganz wichtig, es muss eine Öffnung sein, damit das Wasser verdampft. Und man sagt, 3 Finger muss das Wasser weggehen im Topf. Also wenn es so wie 3 Finger reduziert ist, dann ist unser Chalat jetzt fertig. Dauert circa, ich schätze mal 6 bis 7 Stunden. Und zwischendrin immer wieder diesen Schaum ablöffeln. Ganz, ganz wichtig. Es ist jetzt soweit, 1,5 Stunden sind rum. Wir nehmen jetzt die Möhren raus. Die sollen auch noch Biss haben. Die brauchen wir später wieder. Und man kann hier hinten schon erkennen, das Wasser ist schon reduziert. Wie gesagt, 3 Finger muss es weg. Wir sind noch lang nicht am Ziel. Aber ich bin optimistisch, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. So, 5,5 Stunden sind jetzt vergangen. Wir sehen schon hier am Rand, es hat schon deutlich abgenommen. Wir brauchen aber noch ein bisschen, was man sehr schön erkennen kann hier. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist die Gelatine. Deswegen haben wir auch den Schweinefuß reingegeben.
weil das brauchen wir für unsere Sülze. Ganz, ganz wichtig. Ich habe mir jetzt hier einen Topf mit Wasser genommen. Da gebe ich jetzt das Ei rein. Das wurde einmal aufgekocht. Das lasse ich jetzt 15 Minuten kochen. Werde den Deckel noch schließen, damit es schön hart ist, das Ei. Und dann werde ich es auf die Seite legen. So, wir haben jetzt 18 Uhr. Wir sind jetzt auch soweit. Wir werden jetzt hier unsere Zutaten alle rausnehmen. Die Zwiebel, den Schweinefuß, die Lorbeerblätter. Man sieht schon, es ist alles komplett zerkocht. So sollte es sein. Das fliegt alles raus. Was das Hähnchen angeht, da zeige ich euch, was wir mitmachen. Ich werde jetzt einfach nochmal unsere Brühe nochmal durchsieben hier, einfach um die groben Rückstände nochmal rauszufiltern. Ja, das brauchen wir nicht. Das sieht schon wirklich hervorragend aus. Als nächstes werde ich die Haut hier entfernen, die braucht kein Mensch. Also ich zumindest nicht bei Hallard jetzt. Die ist wirklich nicht knusprig, deswegen brauchen wir die nicht. Und das reine Fleisch, wie man hier sieht, hier haben wir die Brust, das zerfällt auch schon. Das heben wir uns auf und wir zerfleddern das so ein bisschen. Einfach mit der Gabel ein bisschen reißen. Und das heben wir auf jeden Fall auf. Als nächstes nehmen wir uns die Karotten vor. Da schneiden wir einfach schöne Scheiben runter, nicht zu dick. Ich sag mal, so die Größe, die Stärke, die ist optimal. Jetzt nehmen wir unser Ei und machen auch nichts anderes. Wir schneiden hier wirklich ganz dünne Scheiben runter. Na, geh her. So. Wirklich sehr dünn. So, Eier sind fertig, Karotten sind fertig, Hähnchen ist fertig. Jetzt geht's in den Endspurt, was unsere leckere Sülze angeht. Wir fangen jetzt an, einfach hier mal was reinzulegen von uns. Karotten, Ei. Dann werden wir ein bisschen Hähnchen noch dazugeben. Das könnt ihr wirklich nach Belieben machen, so wie ihr das haben möchtet. Man kann das ja nochmal auseinander machen. Ich nehme verschiedene Formen jetzt auf jeden Fall. So, dann nehmen wir unsere Brühe. Die haben wir ja schön geklärt, besser gesagt durchgesiebt und geben sie dazu. Gelatine sieht man auch schon sehr schön. So in etwa. Und dann werden wir das Ganze auf den Balkon stellen oder in den Kühlschrank über Nacht. Und ich hoffe, dass es morgen richtig fest ist, dass wir ein wunderschönes Chalat jetzt haben. Hier, wie ihr seht, ist mein nächstes Chalat jetzt. Hier habe ich eine Auflaufform genommen und habe es auch genauso gemacht wie davor. Auch hier schön Luft gelassen. Es soll ja auch nicht so dick sein. Leute, schaut euch das an. Also ich finde, Ergebnis ist bis jetzt mega geworden. Ich bin so auf morgen gespannt. Es ist sehr viel rausgekommen. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ja, Freunde, der nächste Tag ist angebrochen. Chalat jetzt ist fertig. Schaut euch das Ergebnis an. Ich habe jetzt einfach den Teller umgedreht, auf diesen Teller gemacht. Es sieht hervorragend aus, wie gemalt. Ich esse jetzt Senf dazu. Man kann aber auch Meerrettich dazu, also Rehren. Kann man auch dazu nehmen, wenn man möchte. Wir probieren jetzt einfach mal. Man sieht, sehr, sehr gelatinehaltig. Genauso sollte es sein. Auch in diesem Zug, spasiba Natascha für dieses wunderschöne Rezept. Und es schmeckt genauso wie in der Ukraine. Perfekt. Perfekt. Super. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen Pfeffer drüber machen. Gar kein Problem. Mir schmeckt es so wirklich hervorragend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vor allen Dingen,
könnt ihr gerne ab und ein Like da lassen, würde mich sehr freuen. Und es werden wie immer weitere Gerichte folgen. Macht's gut.